Ich muss mich bei euch entschuldigen. Wegen dem ganzen Umzug nach Ibiza habe ich vergessen, mein letztes Skateboard-Video hochzuladen. In dem Moment war ich noch super aufgeregt und glücklich. Ich habe mir gedacht, endlich habe ich es geschafft, dieses Skateboard fertig zu machen. Und bald kann ich darauf fahren. Ich habe sogar schon Rollen und so. Es war gar nicht so einfach, das aufzumachen. Aber ganz schnell habe ich bemerkt, dass was schiefgegangen ist. Ich verstehe nicht, wieso, aber unten ist einfach das Epoxidharz noch super weich. Und für mich macht das Ganze keinen Sinn. Ich habe es 2 Tage austrocknen lassen, aber trotzdem ist es noch unten weich. Ich war einfach so unglaublich traurig. Ich weiß, dass es funktionieren kann, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es genau bei mir immer nicht. Ich glaube, ich sollte aufgeben.